Und weiter geht es mit dem Umbau. So, willkommen zurück. Das reißen wir ab. Ihr könnt alle hier rüberziehen. Das Gebäude benötigt weniger Strom. Oder das wollte ich eigentlich auch mal bei allen machen. Hören Sie zu, Präsident. Harmonisieren. Offshore-Büro. Mein Freund. Offshore-Büro habe ich sowieso noch gar keins. Wo ist denn das? Beherbergt eine Firma von der Super, aber von einer bringt Geld auf Kosten der Beziehung. Was? Er bringt Geld auf Kosten der Beziehung. Oh, I don't care. Ach, ist ein Stück zu groß. Ach, muss auf Wasser platziert werden, okay. Dann haben wir hier vorne rein. Okay, Offshore. Broker. Sprechen irgendwelche dieser Angebote Sie an? Blaupause, Sie sind alle völlig legitim. Oh ja. Bringt mir ein Forschungsbüro endlich mal ein bisschen mehr Wissen? Wo ist denn das? Ach, oh. Hier Dienstleistung, da müsste es sein, oder? Nee, auch nicht. Oh, ist ja das Forschungsbüro. Nee, hier kann es nicht sein. Hier wird es auch nicht sein. Hier, Forschungslabor. Generiert viel Wissen zur Erforschung von Regimewerkzeugen. 16.000 kann man sich leisten. Also könnten wir uns leisten, aber will ich mir jetzt erstmal nicht leisten. So, haben wir noch hier irgendwelche Rotzdinger da? Ich weiß nicht, wie Sie es sehen, Präsidente, aber ich bin heute mit dem Verlangen aufgewacht, Geld zu verdienen. Ja, Mason Belmonti. Russen, Schmuck. Schade, Schmuck gibt's nicht. Schokolade? Schokolade verkaufen. An die Russen. Zack. Okay, die sind beide voll. Auch noch so einen kleinen Spot, den wir noch nicht belegt haben. Hm. Oh, hier ein Apartment. Und zwei Leute drin. Was ist das? Baubüro. Wir reißen das mal ab. Dann bauen wir hier eine Mietskaserne dafür hin. Das hier werde ich wahrscheinlich auch alles abreißen. Ganz besonders die Gerberei. Die werde ich umsetzen. Oh, 104.000. Alter Schwede. So. Ah, wunderbar. Da kommen die Leute. Genau, dann können wir nicht die beiden hier auch abreißen. Dann haben wir das auch mal aktualisiert. So, Klinik. Die müssen wir lassen. Naja. Da fehlt es noch ein bisschen. Hier setzen wir auch mal eine Mietskaserne hin. Damit wir die beiden Gebäude abreißen können. Also die beiden Baracken. Ha. So, alle raus. Haben wir dann auch erneuert. Kann man da irgendwas davor setzen? Park oder sowas? Natürlich nicht. Attraktivität ist hier sowieso ganz massiv hoch. So, wie sieht's aus? Obdachlose 19. Naja, geht auf jeden Fall wieder bergab. Sehr gut. Mittellose. Naja, wie gesagt, unser Slum werden wir auf jeden Fall behalten müssen. Hier hätten wir auf jeden Fall auch noch Platz. Hm.
Na gut, lassen wir erstmal. So, jetzt brauchen wir das Forschungslabor. Oh, ich habe schon vergessen, wo es war. Hier. Schade. Was ist das hier? Schmuckfabrik. Ey, ganz ehrlich, ich würde sogar fast eine zweite Schmuckfabrik bauen wollen irgendwann mal. Hier fehlt mir leider ein Platz oder eine Reihe. Ah, das Forschungslabor hier hin. Datenwolke verringert Unterhaltskosten um 70% verringert benötigten Strom. Okay, sehr geil. Generiert bei Basis-Events ein Wissen pro Tag, unabhängig von der Präsenz von Mitarbeitern. Wir machen nämlich Wissensproduktion aktuell 1. Und 1 ist sehr wenig. Sehe ich denn, wie viel hier generiert wird? Unser Geld ist im Umlauf, Press. Die Aktien sind Option, die Optionen sind Aktien und alle Auktionen gestoppt. Okay, ruf bei den Kapitalisten hoch. Alter, wir sind noch bei 62%. Okay, weil der karibische Durchschnitt sehr, sehr stark nach oben geht. So, Nahrung, naja, stagniert. Gesundheitsversorgung geht wieder ein bisschen runter. Das ist nicht gut. Wow, scheiße. Wir bauen hier noch ein Krankenhaus rein. Ecke hier. Ja, passt da auch nicht rein. Wir knallen es hier hin, ist ja egal. Wir haben ja Platz dafür, da machen wir hier noch einen Park. Und hier können wir noch eine Statue reinsetzen von El Presidente. Ah, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Hier, jetzt hier eine Statue. Leidenschaftlicher Anführer. Warum der Boden nicht auch mit Ziegelsteinen gemacht wird, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. So, sorry. Musste es mal einen kleinen Cut leider geben. Musste was erledigen. Ich bin mir sicher, dass die gute Würde. 63% reichen komplett aus. Zumal auch nur 11% für ihn sind oder für meinen Gegner. Wer auch immer er ist. Gut, wir machen also weiter in die Geschichte von die Tropico. Ganz kurz nochmal was machen. Okay, so, jetzt. Meeresfrüchte sind wir dabei. Verteidigungsheadquarter. Guerilla. Alter, diese Kommandogarnison braucht er so lange. Naja, gut. Guerilla-Patrouillen werden wir noch sehr lange machen. War das eigentlich schon verbessert? Ja, kurz davor, Wettbewerbe. Wie ist es? 55. Okay, die Zahl mal merken. Genau, hier bauen wir nochmal das Krankenhaus, das zweite. Oder, naja, ja, für die Stadt ist es das zweite tatsächlich. Krankentrakt. Ich denke mal, das wird auch relativ schnell voll werden. Aber so können wir nochmal ein bisschen die Gesundheitsversorgung erhöhen. Ja, 65, die ging ja nämlich ein bisschen runter. So, Spaß. 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 Luxusunterhaltung. Da müssen wir auch mal hier alles bauen langsam. Strandresort. Was sagen, müssen wir bestimmt hier irgendwo hinbauen. Kommt direkt neben das Kirmespier. Und der Yachtclub. Da vorne hin. Gut, dann haben wir die beiden Attraktionen auch noch gebaut. Drachenfliegen kann, wollte gerade sagen, eigentlich nicht so teuer sein. Das setzen wir aber mal definitiv ein bisschen weiter nach oben. Hier würde sich's anbieten. Oder halt hier. Oh, da das Drachenfliegen hin. Flieg wie der Wind. Leistungsstarker Motor erhöht die Gebühr, erhöht die Servicequalität. Okay, machen wir. Gut, da müssen die Leute erstmal hinkommen, ja. Aber. Naja, ich hoffe, dass sich das so halbwegs lohnt. Dort oben. Ich habe leider keinen anderen Spot dafür. Wobei ich auch glaube, wobei ich auch davon ausgehe, dass das nicht unbedingt
auf einem Berg gebaut werden muss. Also das könnten wir auch irgendwo hinsetzen, glaube ich. Würde wenig Unterschied machen. Okay. So, dann bauen wir hier weiter. Fisch. Ja, genau. Meeresfrüchte, ganz wichtig. Stoffe, Stahl, Schokolade, Nickel, Kunststoffe, Kokosnuss. Gold. Gold verkaufen wir nochmal. Gold an die Russen. Wissen Sie, was Mick so erfolgreich macht? Sehr gut. Ich selbst natürlich. Ich hab... Der Broker, die Seilbahnstation. Wie viel Geld haben wir denn jetzt? 2,6, 2,5. Okay, können wir uns gerade so leisten. Machen wir mal einen Spot mehr. So, was hier schon wieder? Wir loben erstmal die Amis. Und, oh, wir haben keinen Außenminister. Nein. 4 multipliziert mit dem Wert ihres höchsten Supermachtbeziehungen wird am Ende jeden Monats als Wissen generiert. Erhöht Grundexportpreise um 5. Erhöht Gesamttourismus. Alter, das machen wir. Mit 4 multipliziert mit dem Wert ihrer höchsten Supermachtbeziehung wird am Ende jeden Monats als Wissen generiert. Wir haben aktuell eine Beziehung zu den USA oder zu den Russen sogar von 155. Ergo machen wir einfach mal dann 200... Entschuldigung, 620 Wissen pro Monat. Und damit sind die Forschung, was wir gerade gar nicht machen, ganz schnell erledigt. Achso, da sind ja schon überall Häkchen. Was könnten wir machen? Pass auf, wir machen mal hier sämtliche 9 Dinger. Strandvilla. Laden haben wir auf jeden Fall. Gerichtsgebäude, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob wir das schon haben. Billigfabrik, Gourmet-Restaurant. Okay, das war's erstmal. Dann machen wir erstmal die ganzen neuen Modi. Denn ich denke, jetzt sollte das richtig schnell gehen. So, ja, das hätte ich gerne auch alles. Fortlaufend ein Wissen pro Tag, unabhängig von der Präsenz von Mitarbeitern. Okay, ein Wissen pro Tag. Auch nicht schlecht. Die Wahl war ein wahrer Erdrutsch, Präsidente. Also erdrutschartiger Sieg, wunderbar. Eherecht haben wir, aber globale Marktwirtschaft haben wir noch nicht. Protektionismus. Deaktiviere alle Handelsroutenangebote und erhöht die Standardexportpreise aller Güter um 5. Eigentlich geil. Freier Handel, Standard und internationale Handelspartner. Die Preise für alle Exportrouten steigen um 5, während Standardexportpreise für alle Güter um 10 sinken. Nee. Oh, freier Handel. Aber eigentlich das mit den dauerhaften Exportpreissteigerungen um 5% ist eigentlich gar nicht schlecht. Hier sehe ich gerade. Könnten wir auch mal so eine antike Ruine reinsetzen. Weil wir haben sie ja eh. Und bevor sie einfach nur sinnlos rumsteht, kann ich sie auch zu irgendwas nutzen. Ob da Menschen reingehen, möchte ich mal bezweifeln, weil ich glaube, die ist hier auch nicht wirklich gut besucht. Ah, also sie machen eher wenig Geld. Sieg gibt eine offizielle Stellungnahme bekannt, dass die Opposition zurücktritt und eventuell für eine Weile verschwinden könnte. Sehr schön. Forschung abgeschlossen. Flugzeugträger. Der Schaden wird um 50 erhöht. Kampfflugzeugversorgung, keinen Kontralateralschaden. Die Angriff kostet 1000, bevor er eingeleitet wird. 20% des Schadens, der dem Ziel zugefügt wird, als Kollateralschaden. Wir machen Präzisionsschlag. Also, ich hoffe, dass wir nie angegriffen werden, davon mal abgesehen, aber Stahl fehlt. Aber Stahl produziere ich doch irgendwo, oder? Habe ich nicht eine Stahlhütte? Ja, Stahlwerk, da Gichtgas Recycling. Senkt den Kohleverbrauch. Das Gebäude benötigt Strom. Machen wir aber. Und was haben wir noch? Erhöht die Effizienz und die Unterhaltskosten. Senkt die Effizienz und die Umweltverschmutzung. Okay. Ja, der produziert fleißig. Sehr schön. Wären Sie hier an irgendeinem... Nein. So, Verteidigungsheadquarter.
Wobei, wir machen erstmal ganz kurz hier weiter. Bei dem, was ich machen wollte. Also. Forschungslabor läuft. Da haben wir noch einen Spot frei. Da können wir auch nochmal eine Statue hinsetzen von El Presidente. Mann, wenn ich mal wüsste, wo die Dinger sind. Unerbittlicher Aufseher. Machen wir Menschen inspirieren. Präsidente, Sie interessieren sich für die Zukunft. Diese Zukunft entsteht in meiner Forschungs- und Entwicklungsabteilung. So, ein Yachtclub. Hoffe, dass der noch nicht gebaut wurde. Doch, oder? Leichter Sonnenuntergang. Okay, private Ladeplätze. Stinkreiche Touristen können von diesem Gebäude aus abreisen. Erhöht die persönliche Bewertung von Touristen, die von hier aus abreisen. Gut, dann bauen wir noch so einen Yachtclub. Und zwar einmal direkt nach hinten zu den Touristen. Nehmen wir den Yachtclub dahin. Wettbewerb hat Level 1, okay. Veränderung 10%. Dass sie gleich bei der Highschool, nach dem Highschool-Abschluss auch den Uni-Abschluss bekommen. Das ist gar nicht schlecht. Ja, Delegation könnten wir uns senden lassen, aber wir haben hier so viele Sachen gerade. Inspirierende Werbung. Forschung abgeschlossen, Strandresort. Okay, Zeit für Cocktails. Kinder dürfen das Gebäude nicht besuchen. Erhöht die Servicequalität, erhöht die Unterhaltskosten und die Gebühr. Erhöht die Servicequalität. Automatischer Strandreiniger. Machen wir. Ja, gut. Ob das jetzt hier angenommen wird? Na, ich bezweifle es. Ich bezweifle es ja ein bisschen. Weil die Attraktivität hier vorne auch richtig beschissen ist. Hier sind auch kaum Leute drin. Aber wir müssen es ja den Menschen zumindest mal anbieten. Upsala. So, botanischer Garten. Alter, das geht jetzt aber so schnell. Privater Garten. Wohlstand von Guts erhöht. Gebühren müssen erhöht sich. Effizienz von Pharma GmbH. Das haben wir noch nicht. Okay, der ist komplett voll. Ja, nur fast Pensionierte hier. Okay. Fast nur Pensionierte drin. Okay. So, jetzt mache ich aber mal das, was ich eigentlich machen wollte. Und zwar das hier. Rinder und Rinder. Die Felle produzieren und Fleisch. Das werden wir umsiedeln. Auch schon Billighotel, okay. Das werden wir umsiedeln mit den Rindern. Und zwar nach hier hinten. In der Hoffnung, dass es hier geht. Mastbetriebe. Züchte deine ausgewählte Art von uns unabhängig von der lokalen Viehhaltung. Das könnten wir eigentlich auch mal machen. Kostet mich zwar 25 Energie, aber wir können hier genau zweimal Rind machen. Und davor kommt die Gerberei. Wobei die Gerberei unbedingt hier drin sein muss, in dem Bereich. Oh, dann brechen wir den Bau nochmal ab. Mal die Mastbetriebe hier rein. So, und dazwischen kommt dann die der Park. Es ist ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen, Präsidente. Jo, Kapitalistenruf hoch. Wie sieht es hier generell aus? Wohnungen sind noch okay, ja. Das können wir abreißen. Das ist gut. Da können wir nochmal ein Häuschen bauen. Gucken, ob es sich lohnt. Ja, absolut. Kleinen Park dazwischen. Dann würde ich sagen, bauen wir gleich noch ein Häuschen.
Kanal Uno schickt dufte Grüße an die jungen Menschen von Tropico. Okay, geht aber. Wir wissen, was ihr fühlt, Leute. Schließlich waren wir auch mal jung. So, machen wir hier ein bisschen Religion und was für die Nahrung. Oh, und ein bisschen Unterhaltung wäre eigentlich auch nicht verkehrt. Auf jeden Fall mal eine Taverne. Tavernen sind eh schlecht, haben zwar eine scheiß Qualität, aber bringen halt immer noch allen Menschen was. So, prunkvolle Glocken. Eine Klinik müssten wir eigentlich hier hinten auch mal reinbauen. Dienstleistung. So, und dann hier auch gleich mit den Erweiterungen natürlich. Betäubung und moderne Diagnose. Hier haben wir alles gemacht. Forschung abgeschlossen, Gourmet-Restaurant. Alter, Forschung ging jetzt so schnell hoch. Also wir machen einfach von oben nach unten. Ist ja scheißegal. Dadurch, dass es ja so schnell geht. Ja, zack, das nächste schon fertig. Also Wissensproduktion an sich ist schon mal bei 9. Dann machen wir jeden Tag eigentlich Wissen. Hier 141 benötigt. 122 benötigt. 404 benötigt. 389 benötigt. Alter, das geht jetzt hier, seht ihr, sowas von ratzfatz. Und immer wenn quasi ein Tag vorbei ist, oder ein Monat, dann kriegen wir sowieso nochmal den Monsterbonus durch die Beziehung mit Russland. Hier 157 mittlerweile. Super. Ganz, ganz klasse. Das läuft. Na gut, USA 102, damit kann ich leben. Obdachlos sind übrigens nur noch 13. Und arbeitslos nur noch 55. Naja, okay, arbeitslos geht wieder hoch. Aber da kümmern wir uns dann später mal drum. Da ist meine Stadt. So, ist das hinten gebaut? Ich sage einfach mal ja, weil dann reißt man mich das jetzt hier alles ab. Abreißen. Nee, ist noch nicht gebaut, aber egal. So, erhöht die Effizienz, Unterhaltskosten steigen, erhöht die Effizienz von Plantagen und Hydrokultur. Unwichtig. Die Gerberei. Okay, Umweltverschmutzung. Verringert den Verbrauch von Fellen und erhöht die Arbeitsqualität. Okay. Da müssen wir erst die Modi erforschen. Die sind wahrscheinlich alle reich, gut situiert. Sie können nicht erwarten, dass Geschäfte unter so strenger Kabarett machen wir auf jeden Fall. Können wir über die Probleme reden, Präsidente? Es ist klar, dass die Probleme den Leuten Sorgen bereiten. Es ist Zeit, dass irgendjemand irgendetwas unternimmt. Und das werden wir sein.